Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Mit diesem Vers aus Sacharja 9 möchte ich Sie ganz herzlich zu dieser digitalen Weihnachtsandacht von EBM International begrüßen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie in diesen Festtagen ganz neu erleben, dass Gott in Ihrem Alltag da ist. Mögen Sie durch die Weihnachtsandacht von Pastor Christoph Haus ganz neu in Staunen darüber kommen, dass Gott zu uns gekommen ist. Er wird in einer Liedandacht das Lied »Ich stehe an deiner Krippen hier« von Paul Gerhardt für Sie auslegen. Ich möchte gerne zu Beginn dieser Andacht mit Ihnen beten. Guter Gott, wir danken dir dafür, dass du dich zu uns auf den Weg gemacht hast, dass du dadurch deine Empathie für uns Menschen gezeigt hast. Und wir bitten dich, dass das ganz neue Kraft und Liebe und Zuversicht in unser Leben bringt. Amen. Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohl gefallen. Paul Gerhardt lebte von 1607 bis 1676. Er war Pfarrer und ein begnadeter Liederdichter. Er war sozusagen der Hillsongwriter des 17. Jahrhunderts. Und Paul Gerhardt sagt, alles, was ich bringen kann, habe ich von Jesus selbst bekommen. Vor allem mein eigenes Leben. Gold, Weihrauch und Myrrhe sind schöne Geschenke, aber am meisten freut sich Jesus, wenn ich ihm mein Leben schenke. Meine Freude und Erfolge, meine Hoffnungen, meine Ängste und meine Traurigkeiten. Wenn ich sage, Jesus, ich möchte dir gehören. Es gibt keinen Bereich meines Lebens, in dem das Kind in der Krippe nicht helfen kann. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, eh ich dich kannte erkoren, eh ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Paul Gerhardt gibt uns einen Zuspruch. Jesus hat sich schon Gedanken über uns gemacht, als wir noch gar nicht geboren waren. Da hat Jesus schon gedacht, für den bin ich da, immer, was immer diesen Menschen auch passiert. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Ich brauche nicht erst etwas werden in meinem Leben. Ich bin schon etwas. Ein von Jesus geliebter und begnadeter Mensch. Ich lag in tiefster Todesnacht, du warst meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freude und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Paul Gerhardt hat den 30-jährigen Krieg erlebt. Mit 14 war er vollweise. Sein Bruder starb an der Pest. Seine Heimatstadt Gräfenhainchen wurde von den Schweden niedergebrannt. Seine Frau starb mit 43. Und von den 5 Kindern, die sie geboren hatte, lebte bei ihrem Tod noch eins und das war da 6 Jahre alt. Man kann diesem Mann das glauben, wenn er sagt, ich lag in tiefster Todesnacht. Ich kann zu dem Kind in der Krippe kommen, mit all meinen Tiefpunkten und Krisen, mit denen ich mich sonst zu niemandem hintraue. Manchmal schämen wir uns für uns selbst und für das, was wir in unserem Leben nicht hinbekommen.
Paul Gerhard sagt uns mit dieser Strophe zwei Sachen. Erstens, bei Jesus darf ich auch mal am Ende sein mit meinen Kräften und mit meiner Motivation. Bei Jesus darf ich auch mal nicht weiter wissen. Und zweitens, genau dann will Jesus mir besonders nahe sein, weil es kein Unglück in meinem Leben gibt, das Jesus nicht verstehen würde. Wo ich meine Lebenskrisen mit dem Kind in der Krippe in Beziehung setze, da wächst meine Persönlichkeit und mein Glaube. Und wenn ich das mit dem Kind durch die Kraft des auferstandenen Gekreuzigten durchgestanden habe, dann strahlt mein Leben etwas aus vom Stern von Bethlehem. Wann oft mein Herz im Leibe weint und keinen Trost kann finden, rufst du mir zu, ich bin dein Freund, ein Tilger deiner Sünden. Was trauerst du, o Bruder mein, du sollst doch guter Dinge sein, ich zahle deine Schulden. Paul Gerhard weiß, dass zu unserem Leben auch Krisen und Unglücke gehören, für die wir selbst verantwortlich sind. Beziehungen, die scheitern, Streit, Unrecht, das ich jemand anderem zugefügt habe. Und was bin ich dann? Schuldig. Ein Sünder. Und Jesus ruft mir zu, hey, das muss nicht so bleiben. Ich bin dein Freund, ein Tilger deiner Sünden, ein Sündenvertilger. Tolles Wort. Ja, es fühlt sich so erleichternd an, wie nichts anderes in dem Kind in der Krippe Entlastung und Vergebung für seine Schuld zu finden. Jemanden zu haben, der zu mir hält, wenn ich selber nicht mehr zu mir halten mag. Das Kind in der Krippe erweist sich als ein Freund, der mich so entlastet, mir so tief vergeben kann wie niemand anderes, der meine Schulden zahlt. Und das soll mir helfen, mich zu verändern und versöhnlich zu leben. Eins aber hoff ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge für und für in meinem Herzen tragen. So lass mich deine Krippe sein, komm, komm und kehre bei mir ein mit allen deinen Freuden. So lass mich deine Krippe sein, so endet dieses Weihnachtslied. Lassen wir Jesus in uns wohnen und unser Leben wird sich verändern. Lass Jesus in deinem Herzen, in der Mitte deiner Person, in deinem Leben wohnen. Und zu dem Kind in der Krippe kann jeder kommen. So wie er ist, wie er sich gerade fühlt, was ihm gerade Freude oder Angst und Sorgen macht. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und die dürfen wir uns gefallen lassen. Und die tragen wir als EBM international in die ganze Welt hinaus. Amen. Wir beten gemeinsam. Herr, komm in uns wohnen. Wir bitten dich besonders, komm zu den Kranken, zu den Armen, den Einsamen, Trauernden und Leidenden. Und komm zu denen, die sich kümmern. In diesen Zeiten von Krankheit und Leid, komm mit deiner Kraft und mit deiner Zuversicht in ihr Leben. Der menschgewordene Gott segne und behüte dich. Er lasse sein freundliches Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir danken mit dieser Weihnachtsandacht allen, die die Arbeit von EBM International unterstützen. Sie können gerne noch eine Weihnachtsspende für unsere Arbeit geben. Alle Informationen finden Sie dazu im Link zu diesem Videopost.
Ein Beispiel für die Projekte in der Arbeit mit gefährdeten Kindern ist das Sozialzentrum in Massia. Hier werden viele Kinder, die zum Teil körperliche und geistige Einschränkungen haben, mit Liebe und Fürsorge und Kompetenzen für ihren Alltag ausgestattet. Für mich ist das ein eindrückliches Zeichen dafür, dass Gott gekommen ist und in jedem Menschen wohnen möchte. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und ein gesundes und glückliches neues Jahr.